Heute werde ich versuchen, ein Instrument nur aus Tanzapfen zu bauen. Das Ziel ist, dass ich am Ende ein Instrument habe, mit dem ich in der Lage bin, einen Ton, einen Rhythmus oder sogar eine Melodie zu spielen. Und damit ich auch nur die minimale Chance habe, das zu schaffen, darf ich 5 Gegenstände als Hilfsmittel nutzen. Und die 5 Gegenstände befinden sich in diesem Umschlag. Also sind nicht nur Kleinigkeiten dabei. Wollen wir reinschauen? Lasst uns das Unboxing starten. Ich gucke auch noch nicht rein und versuche jetzt immer mal einen Gegenstand rauszuziehen. Das erste ist ein alter und rostiger Karabiner. Ich habe gerade noch keine Idee, was das soll, aber machen wir weiter. Und das nächste. Schnur. Ja, damit könnten wir was anfangen. So, das nächste ist ein Moskitonetz. Mal sehen. Okay, jetzt habe ich schon reingeguckt. Egal. Das nächste ist eine alte, recht verkratzte Becherlupe. Und das letzte. Zwei? Drei. Drei kleine Büroklammern. Die schmeiße ich jetzt mal nicht hinter mich. Die packe ich erstmal hier wieder rein. Sonst finde ich die hier auf dem Waldboden nicht und vielleicht brauche ich sie ja doch noch. Also, was haben wir? Eine Becherlupe, ein Moskitonetz, einen alten, sehr schwergängigen Karabiner, ein Stück Schnur und 3 Büroklammern. Und daraus sollen wir ein Instrument mit Tanzapfen machen? Ich bin Captain Joe von Abenteuer Oase, kreativ und draußen. Und ihr dürft jetzt schon mal in den Kommentaren dalassen, was ihr aus der ganzen Nummer machen würdet. Das ist wirklich so random. Ich lieb's. Okay, also, die Sache ist ja jetzt die. Ich soll ein Instrument bauen und habe nur solche Tanzapfen hier in der Umgebung. Also es gibt keine anderen. Das wäre ja irgendwie noch cool, wenn ich irgendwie so die Variation hätte und sagen könnte, ja, ne, diese anderen kugeligen Kiefernzapfen, aber hier? Also, da hinten ist eine Kiefer, da gehen wir gleich nochmal hin. Aber aktuell habe ich nur diese Zapfen und die sind auch noch so richtig nass. Die sind, oh, sie knacken immerhin ein bisschen. Aber von außen sind sie total nass und irgendwie schon gammelig. Und dazu haben wir jetzt 5 Gegenstände. Einen Karabiner, der macht immerhin schon mal einen Klang an sich, aber die Idee ist ja, ich soll ein Instrument aus den Tannenzapfen bauen. Das heißt, irgendwas muss von den Zapfen ausgehen. Ich habe ein Moskitonetz. Das kann ich mir schon mal aufziehen. Aber dann kann ich es jetzt nicht mehr benutzen. Okay, da kann man zumindest weitere Tannenzapfen erstmal drin sammeln. Ich glaube, ansonsten fällt mir da noch nicht so richtig zu ein. Ich bin nicht ganz ehrlich zu euch. Schnur. Die ist immerhin ganz gut und fest, ist auch eher so Plaste-Elaste. Und dann hier echt so eine schöne vergammelte Becherlupe. Das habe ich jetzt hier noch im Umschlag drin, damit ich sie nicht verliere. 3 solcher Büroklammern. Also ich meine, wie klingt denn jetzt so ein Tanzzapfen? Wenn man die aufeinander haut, da ist nichts. Also sorry, da klingt nichts. Wenn ich sie auseinanderbreche, kommt ein bisschen was. Die eine Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, und das könnt ihr auch gerne noch mal in den Kommentaren beantworten, ob das konform wäre, wäre, darf ich mir zum Beispiel diesen Stock hier noch nehmen als Hilfsmittel? Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, damit diese Tannenzapfen hier wirklich zum Klingen kommen. Aber vielleicht würde mir das ja helfen bei irgendeiner Sache. Bevor ich weiter brainstorme, werde ich jetzt mich hier in der Gegend umgucken. Ich habe ja eben schon gesagt, da hinten ist eine Kiefer. Ich gucke, ob ich da jetzt auch einen Zapfen finde. Das wäre natürlich mega geil, wenn ich ein bisschen Auswahl hätte. Ansonsten habe ich ja hier die Zapfen, die ich euch schon gezeigt habe. Und es gibt hier auch noch Lerche. Das sind sehr, sehr kleine Zapfen. So mini. Ich zeige es euch, wenn ich sie finde. Also, Schritt 1. Wir suchen unser Ausgangsmaterial. So, ich laufe hier gerade mal los. Ich habe das Moskitonetz mitgenommen.
um da gleich die schönen Zapfen drin zu sammeln. Und hier vor uns ist die besagte Kiefer, von der ich gesprochen habe. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir ein paar schöne Zapfen finden. Vielleicht so große. Das wäre natürlich nice. Das sieht aber definitiv nicht nach großen aus. Ja, das hier sind sie. Schön klein, schön klein. Aber davon sammle ich jetzt einfach ein paar. Das ist doch mal ganz nett. Habe eben schon mal ein bisschen versucht, drüber nachzudenken. Geht ja auf jeden Fall in Richtung Rhythmusinstrument, weil ich habe keine Ahnung, wie da irgendwas Melodisches heute rauskommen sollte. Das sehe ich bei Tannenzapfen gerade nicht. Ich gucke die ganze Zeit hier schon so, denn es hat ja die Pilzzeit begonnen. Und ich habe eben schon zwei gute Pilze gefunden, die es dann vielleicht heute zum Abendessen gibt. Zwei Birkenpilze, da waren noch viele mehr. Aber ich habe jetzt nur die zwei besten abgemacht. Aber deswegen scanne ich hier immer noch, wenn ich hier durch die Gegend laufe, ob ich nicht vielleicht noch ein, zwei weitere Pilze finde. Besser für die Pilzpfanne. Ich habe jetzt hier das Gefühl, dass hier auf dem Boden ein paar Tannenzapfen von den Fichten hier sind, die ein bisschen frischer sind. Und auch die werde ich jetzt einfach mal sammeln. Schaut mal, die sind nicht so ranzig wie die teilweise, wo ich vorhin angefangen habe zu drehen. Also der ist noch richtig, richtig schön knackig. Und jetzt schauen wir noch, ob wir Lärchenzapfen finden. Und da haben wir sie. Hier. Oh, die sind cool. Die sind schön klein und fest. Die gefallen mir. Die gefallen mir jetzt für dieses Projekt sehr, sehr gut. Oh, und wie fest die da dran sind. So, wir haben ein paar Zapfen. Drei unterschiedliche Sorten können wir vorweisen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und habt ihr inzwischen eine Idee? Ich habe ja eben gesagt, Rhythmusinstrument. Was kommt da in Frage? Klar, sowas wie eine Art Klangholz, wobei das ja kein richtiges Holz ist. Also ich weiß nicht, was da zusammenkommen sollte, außer so ein stumpfer Matsch. Ich merke, dass das Moskitonetz doch auch ganz gut angebracht ist hier. Ich dachte zwar, hier sind nicht so viele Mücken, aber jetzt, wo ich hier so sitze, sind hier ja extrem viele Mücken. Ja gut, es ist auch nass und trotzdem irgendwie, wenn die Sonne rauskommt, recht warm. Es fängt trotzdem direkt überall an zu jucken. Zurück zum Projekt. Ich packe jetzt erstmal die Tannenzapfen aus, dann habe ich das Moskitonetz wieder frei und weiß schon mal, was ich an Material so habe. So, sicher ist sicher. Wenn man hier verlässlichen Sound rausbekommt, so ein Ratschen-Giro-Gerät, auch hier so durch Verhaken, dann klickt es so ein bisschen. Boah, ich weiß nicht. Also wenn die trockenen Seiten habt, dann klingt es ein bisschen mehr, aber so richtig, richtig trocken sind, ist es halt hier alles nicht. Aber sowas hier... Bin ich damit zufrieden? Nein. Ich habe auch noch gar kein Hilfsmittel dafür verwendet. Okay, aber Option 1 halten wir uns mal im Kopf. Es ist eine Art Giro. Irgendwie auf jeden Fall ein Ratschenzeug. Man kann mit Tannenzapfen ratschen. Das ist schon mal ganz gut. Das hier hat so ein bisschen was Ähnliches von einem Ratschen, klingt aber heller. Aber ich mache auch einfach die Tannenzapfen ziemlich schnell damit kaputt. Okay, wir können das als einen Inhalt für so eine Art Shaker hier in der Becherlupe nehmen. Weil... Sehen tun wir dadurch eh nichts mehr, also. Das war der Klang von einem zerbrechenden Kiefernzapfen. Ich denke, wir kommen ja nur an ein Rhythmusgerät ran. Ich habe jetzt aktuell drei Favoriten. Das eine wäre hier mein Giro, der ist fertig. Und das andere ist eigentlich ganz cool, dass man die einfach hier reinpackt. Jetzt habe ich die halt als Ganzes reingepackt. Müsste man sich nochmal überlegen, ob das so eine richtig gute Idee ist. Ich finde es vom Klang her halt ganz geil, weil das halt hier so ein bisschen mitscheppert. Es hat eben so einen dumpfen Shaker-Klang. Meistens ist es ja wesentlich heller. Also ich finde das klanglich gerade gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, man könnte noch was richtig Geiles machen, wenn wir hier halbwegs trockene Zapfen noch finden.
halbwegs trockene, ich würde sagen, am liebsten Kiefernzapfen. Gerne auch die kleinen. Aber wenn wir davon noch mehr finden, dann habe ich noch eine vielleicht ganz coole Idee, aber dafür müsste ich jetzt definitiv nochmal auf die Suche gehen. Also das war eine ziemlich naive Vorstellung, zu glauben, ich finde hier jetzt irgendwas Trockenes an Zapfen. Natürlich ist es alles nass, es hat gestern übelst geschüttet, aber ich habe jetzt trotzdem ein paar Zapfen, mit denen ich versuche. Aber was noch viel besser ist, schaut mal hier, ich habe einen kleinen süßen Pilz gefunden, eine Marone, und auch die nehme ich mit für heute Abend. Okay, aber jetzt zu meiner Idee. Also ich habe hier diese Zapfen, also die sind hier sehr stabil, die sind sehr fest. Die Kiefernzapfen kann man nicht so einfach kaputt machen. Und mein Gedanke war, ob man daraus vielleicht nicht so eine Art Mobile macht oder so eine Art Morgenstern, mit dem man so ausholt und einmal so klack macht. Und das wäre ja mal eine Mischung aus mittelalterlicher Waffe und musikalischer Rassel. Ich habe jetzt leider nur diese Schnur hier und jetzt wäre die Frage einfach, wie ich das mache. Also ich dachte jetzt, dass man hier an diesen Dinger das halt hier dran bindet. Ich zeige es euch einmal. Und dann legt man das so hier dran und zieht es einmal, ach komm schon, fest. Aber es reißt ständig ab. Das heißt, die Dinger sind total, da wo die Zapfen am Baum fest sind, die sind total morsch leider doch schon, obwohl ich die gedacht habe, dass sie mehr aushalten. Bei dreien tun sie das. Bei zweien tun sie das auch. Ja, und was soll ich sagen? Das soll meine Peitsche sein. Also ja. Nee. Oh Mann, was ein Scheiß. Völliger Mumpitz. Wenn ihr jetzt schon bessere Ideen habt, welche Hilfsmittel vielleicht sinnvoller sind, Haushaltsgegenstände, irgendwas, was nicht zu offensichtlich schon direkt ein Hilfsmittel ist, sondern eher so ein komisches Hilfsmittel, was aber vielleicht wirklich was taugt, schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Alles, was ihr denkt, einfach mal reinhauen und beim nächsten Video nehme ich das vielleicht mit und dann hätten wir vielleicht jetzt schon eine neue E-Gitarre. Hat was von die kleinste Geige der Welt. Aber jetzt hilft mir nur noch eins und das ist Zerstörung. Nachdem wir uns etwas körperlich verausgabt haben, haben wir hier eine kleine Rassel. Also, eine Giro, dumpfe Rassel und hier eine kleine helle Rassel. Hey! Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Was ist eigentlich mein Fazit von der ganzen Nummer hier? Ich finde es super schwierig, aus Tannenzapfen jetzt erstmal ein gutes Instrument zu machen, was für mich vor allem gerade an der Nässe liegt. Weil ich dachte, wären die Sachen trocken, dann hätte das Ganze ein bisschen mehr Grip gehabt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Und so war es für mich, aber jetzt so ein... ist halt alles nass. Gut, es ist Herbst. Insofern, was will man da anderes mehr so eigentlich? Eigentlich ist es doch schön für den Herbst, wenn es auch mal ein bisschen nass ist. Jetzt so Musikinstrumente machen eben nicht optimal. Aber ich meine, wir haben trotzdem drei Sachen, wo ich sagen kann, die würde ich auf jeden Fall auch verarbeiten in einem Track, in einer Soundcollage. Dann war das auf jeden Fall dieses Aneinanderreiben von den Tannenzapfen. Das fand ich eigentlich schon ganz cool, dass wenn man das isoliert und einzeln betrachtet, ist es ein sehr, sehr schöner Sound. Auch dieses dumpfe, Shaker-mäßige, nur mit den kleinen Zapfen drin, finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Was ein schöner zusätzlicher Effekt irgendwie auch da sein kann, so gerade in den tieferen Frequenzen. Jetzt der normale quasi Shaker mit so ein bisschen auch nassem Material. Ich glaube auch da wäre das alles trocken, das hätte sich noch ein bisschen mehr... wäre ein bisschen mehr crispy gewesen. So war es jetzt einfach so ein bisschen weicher im Klang. Vollkommen gut. Kann man mit leben, kann man gut mit arbeiten. Oder das waren jetzt diese drei Möglichkeiten, da auch einen Sound aus so einem Tannenzapfen rauszuholen, wo ich sagen würde, damit könnte ich mir vorstellen, weiterzuarbeiten. Je nachdem, was halt auch ein bisschen die Idee ist oder das Ziel dahinter. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Und ich freue mich natürlich außerdem, wenn du diesen Kanal abonnierst und so keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Wenn ihr mal hören wollt, was man alles für Sounds aus der Natur rausholen kann und vor allem, was man auch Schönes daraus basteln kann, dann empfehle ich euch eins meiner Videos aus Neuseeland, in denen ich genau das gemacht habe. Ich habe sie euch hier verlinkt. Also, bleibt kreativ und draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.